Hey, hey aus Schweden! Im heutigen Video geht es um unser neues Gewächshaus. Das haben wir ganz im schwedischen Stil erbaut. Wenn ihr sehen möchtet, was es uns gekostet hat und wie wir es gebaut haben, dann bleibt gerne dran. Unser neues Gewächshaus haben wir zum Teil gebrauchte Materialien wiederverwendet und natürlich habe ich das Haus nicht alleine gebaut, sondern Christian ist aus Deutschland angereist, hat das Haus mit entworfen, hat es entwickelt und hauptsächlich auch gebaut. Ich war nur die Assistentin. Wie wir das Schritt für Schritt gemacht haben, das seht ihr nun in diesem Video. Und als Bonus gibt es im Anschluss nochmal einen Schnelldurchlauf. Hier seht ihr den Platz im Garten für das Gewächshaus. Wir haben die alten Fenster unseres Schwedenhauses dazu genutzt und wiederverwendet. Doch bevor wir mit dem Aufbau des Gewächshauses begonnen haben, waren wir in Christians Schreinerwerkstatt und haben das Ständerwerk für das Häuschen gebaut. Nach dem Bau des Ständerwerks ging es dann auf dem Grundstück in Schweden weiter. Wir haben für das Gewächshaus nicht nur die alten Fenster des Hauses wiederverwendet, sondern wir haben auch vom Fassadenbau übrig gebliebene Bretter wieder benutzen können für das Hochbeet und für die Umrandung, sodass wir nicht ganz so viel Holz kaufen mussten. Musik.
Nachdem das Ständerwerk nun aufgebaut ist, decken wir das Dach mit lichtdurchlässigen Kunststoffplatten. Nachdem die alten Fenster eingebaut sind, schleifen wir die Rahmen und mein Enkelsohn lässt es sich nicht nehmen, beim Aufbau des Gartenhauses zu helfen. Hier seht ihr Christian, wie er einen passgenauen Türrahmen baut. Geht es an die Verkleidung des Hauses. Um dem Gewächshaus den typisch roten Stil zu verpassen, verwenden wir die originale Schwedenrotfarbe. Wir haben einen 10-Liter-Eimer gekauft, der kostet ca. 70 Euro und wir haben zweimal gestrichen und nur die Hälfte des Eimers verbraucht. Die alten Fenster bekommen einen neuen Anstrich. Thank you.
steht das erste Hochbeet direkt am Gewächshaus. Weitere Hochbeete werden demnächst in loser Reihenfolge um das Gewächshaus herum aufgebaut. Hier seht ihr das Ergebnis. Wir haben für das Gewächshaus ungefähr 500 Euro ausgegeben. Das ist natürlich nicht wesentlich günstiger als ein gekauftes Gewächshaus in dieser Größe, aber wir haben unser eigenes Gewächshaus nach unseren Wünschen erstellt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und im nächsten Video zeige ich euch, wie ich die Hochbeete anlege, wie ich das Gewächshaus bepflanze und dann hoffe ich natürlich, dass auch alles gut wächst. Jetzt zeigen wir euch noch einmal den Schnelldurchlauf vom Aufbau des Hauses. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Video. Hej då aus Schweden! Thank you.